Shampoos, Seifen oder Cremes. Kosmetika müssen genau wie Pharmaprodukte zuerst getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen dürfen. Tierversuche sind in der Europäischen Union für Kosmetika verboten. Bei medizinischen Therapeutika werden allerdings oft Tiere für die Tests genutzt. Dieses Vorgehen stößt auf viel Kritik. Eines der am häufigsten gebrachten Argumente gegen Tierversuche lautet, was für ein Kaninchen oder eine Ratte wirksam ist, ist es nicht unbedingt für den Menschen. Dieser Gedanke, der gilt aber auch andersrum. Ein Medikament, das für den Menschen entwickelt wurde, selbst mit Hilfe von Tierversuchen, kann nicht unbedingt Tieren helfen. Aber auch die werden krank und brauchen dann entsprechende Medikamente. Eine in vitro produzierte Hundehaut soll das für den sogenannten besten Freund des Menschen nun vereinfachen. Darum geht's diese Woche im Forschungsquartett. Ihr hört den Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft. Eine reproduzierbare In-vitro-Hunde-Vollhaut. Das hat ein Forschungsteam des Fraunhofer Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, IGB, entwickelt. Wow Wow Skin heißt das Projekt, in dem die Forschenden erstmals eine Hundehaut im Labor hergestellt haben. Mit der sollen medizinische Therapeutika und Pflegeprodukte für Hunde ganz ohne Tierversuche entwickelt und getestet werden können. Wie genau die Forschenden das gemacht haben und was eine solche künstliche Hundehaut der Forschung alles bringen kann, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Astrid Jelke. Sie hat mit Dr. Anke Burger-Kentischer gesprochen. Sie ist Abteilungsleiterin der Zell- und Gewebetechnologien am Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. Hallo, schön, dass du da bist, Astrid. Hallo, Sarah. Zuerst vielleicht mal so eine allgemeine Frage. Warum jetzt ausgerechnet Hundehaut? Anke Burger-Kentischer forscht schon länger an der menschlichen Haut und entwickelt In-vitro-Modelle, die unter anderem dazu beitragen sollen, auf Tierversuche zu verzichten. Bei dieser Forschung haben sie und ihre KollegInnen sich gefragt, wie das eigentlich bei Tieren ist. Und da haben wir festgestellt, dass gerade bei den Haustieren dermatologische Probleme wirklich eine der häufigsten Erkrankungen in Tierkliniken sind. Und vor allem bei den Hunden gibt es eine überdurchschnittliche Veranlagung für solche Hauterkrankungen. Also bis zu 15% aller Hunde in Deutschland haben Probleme mit atopischer Dermatitis. Und dann haben wir angefangen, uns dafür zu interessieren, wie ist es dann da geregelt? Was bekommen die denn für Medikamente und wie wirken die? Und vor allem für uns wichtig, wie werden die vorher getestet? Und nach unserer Recherche haben wir festgestellt, dass es sehr viele Untersuchungen gibt, die an den Tieren selbst gemacht werden. Oder die Tiere bekommen humane Medikamente, also Medikamente, die für Menschen hergestellt wurden. Und es werden Zellen isoliert aus diesen Tieren und nur an einfachen Zellkulturen diese Medikamente getestet, wenn sie überhaupt getestet werden. Das führt natürlich dazu, dass die Wirkung dementsprechend oft ins Leere läuft, weil auch klar ist, dass Medikamente, die für Menschen erforscht wurden, zusammengestellt wurden, formuliert wurden, ja, nicht auf andere so einfach übertragbar sind. Und es gibt ganz andere Toxikbewertungen, je nachdem, wie die Haut beschaffen ist. Das heißt also, wenn mein Hund Hautprobleme hat, dann versorge ich ihn mit einer Creme oder einem Medikament, das eigentlich für uns Menschen hergestellt wurde. Kann das überhaupt funktionieren? Ja, ganz genau. Um ehrlich zu sein, war mir das überhaupt nicht bewusst, dass Medikamente, die für Menschen hergestellt wurden, den Tieren gegeben werden, ohne dass es vorher immer richtig getestet worden ist. Anke Burger-Kentischer hat zudem betont, wie unterschiedlich die Hundehaut und die menschliche Haut sind. Hunde haben nämlich eine ganz dünne Epidermis, das ist die oberste Schicht der Haut, da wo wir Menschen eine viel dickere Epidermis und Hornschicht haben. Mit dieser Erkenntnis wird klar, dass Testungen nicht übertragbar sind. Ehrlich gesagt wusste ich das bisher auch nicht, aber wenn ich jetzt so an die Hündin von einer Freundin denke, dann ist die Haut, wenn ich sie streichle und so ein bisschen kraule hinter den Ohren, unter dem dichten Fell schon sehr dünn. Also jetzt hat ja das Team um Anke Burger-Kentischer eine Hundehaut im Labor nachgestellt. Kannst du das nochmal genauer erklären, was sie da gemacht haben?
Ja klar, sie haben eine sogenannte Hundevollhaut entwickelt. Das heißt, dass sie die zwei obersten Schichten der Haut reproduziert haben. Das sind einmal die Epidermis, die wir gerade erwähnt haben, also die Schutzschicht, und dann die darunterliegende Dermis, die Bindehaut. Laut Anke Burger-Kentischer sieht ihr Modell, Zitat, wirklich exakt aus wie die Hundehaut. Der Aufbau und die Differenzierung der Zellen und was die Zellen machen und können, das entspricht wirklich der In-vivo-Haut. Krass, eine Haut, die wirklich aussieht wie eine echte Hundehaut. Wie genau sind die Forschenden da vorgegangen? Also erstmals brauchen die ForscherInnen echte Hundehaut. Ihnen ist es dabei wichtig, nur Haut zu benutzen, die sowieso weggeschnitten werden musste. Wir bekommen von wirklich engagierten Tierärzten und Tierärztinnen Stücke von Haut, die bei OPs weggeschnitten werden. Also es wird für uns nirgends was extra abgeschnitten, sondern wir bekommen praktisch Überreste aus Operationen an den Tieren. Das ist auch mit dem Regierungspräsidium, also gesetzlich alles abgeklärt, dass wir das dürfen. Danach geht es direkt ins Labor. Und dann trennen wir zunächst mal die beiden Schichten, also Epidermis und Dermis, weil es eben unterschiedliche Hautzelltypen sind. Und diese Hautstücke werden, sagen wir mal, enzymatisch etwas aufgelockert, sodass wir die einzelnen Zellen dann final vorliegen haben. Also die Keratinozyten aus der Epidermis und die Fibroblasten aus der Dermis. Des Weiteren isolieren wir noch die Melanozyten, das sind die Zellen, die dann für unsere Pigmentierung zuständig sind, und auch Endothelzellen. Das ist das, was wir aus den Biopsaten isolieren können, das tun wir auch. Und dann haben wir die Zellen einzeln in Kultur, und zu Anfang haben wir natürlich sehr viele Untersuchungen gemacht und bestätigt, dass das die richtigen Zelltypen sind und so weiter. Und final haben wir dann vor allem diese zwei Haupttypen, Keratinozyten und Fibroblasten, und dann immortalisieren wir die. Denn die Zellen, die wir aus Gewebe bekommen, die unterliegen ja einem Zellzyklus und final sterben sie ab. Das heißt, sie teilen sich ja nicht unendlich. Das heißt, wir müssten immer wieder isolieren und es wieder neu etablieren. Und vor allem wollen wir auch für unsere Kunden ein gleichbleibendes, reproduzierbares Modell haben. Deshalb immortalisieren wir das. Das heißt, an einer ganz bestimmten Stelle, wenn wir über Gentechnik die Zellen so verändern, dass sie sich immer wieder teilen wird. Das heißt, wir haben praktisch eine Zelle mit primärem Zustand, direkt isoliert aus dem Tier, aber proliferationsfähig für immer. Da stecken wir jetzt also schon ziemlich tief drin in der Biologie. Anke Burger-Kentischer spricht auch von KundInnen. Wer hat denn so Interesse an einer künstlichen Hundehaut? Das sind sowohl Privatpersonen als auch Firmen, die eben ihre Produkte testen wollen. Dazu nochmal Anke Burger-Kentischer. Das ist wirklich ein zunehmend großer Markt. Die Leute haben sehr viele Haustiere, vor allem Hunde. Es wird immer mehr. Und die Leute sind auch wirklich bereit, für diese Tiere viel Geld auszugeben, weil sie möchten, dass es ihnen gut geht. Es sind ja Familienmitglieder. Wir haben also wirklich auch Anfragen von privat, aber auch im Moment läuft eine große Kooperation mit unterschiedlichen Firmen, die dann eben auch Testungen von ihren Produkten genau an diesen In-vitro-Hautstücken bei uns machen wollen. Und das muss sein, ne? Also auf langfristig suchen wir schon gute Partnerschaften, die erfreut sind, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, In-vitro-Testungen zu machen für ihre veterinärmedizinischen Produkte, aber auch nicht nur im medizinischen, sondern eben auch Pflegemittel. Wenn diese In-vitro-Hautmodelle es ermöglichen, präzise Tests für Therapeutika und Kosmetika ohne Tierversuche durchzuführen, sollen denn dann auch Hautäquivalente für andere Tierarten entwickelt werden? Also zum Beispiel von der Kuh oder von einem Schwein. Wo steht da die Forschung? Die steht noch ganz am Anfang. Also neben dem Fraunhofer-Institut gibt es derzeit nur eine Firma aus Frankreich, Kima Life Sciences, die auch an der Herstellung eines Hundehautäquivalents arbeitet. Beim Fraunhofer-Institut bauen die Forschenden eine Bank auf mit In-vitro-Hundehautäquivalenten unterschiedlicher Rassen, um differenzierte Untersuchungen machen zu können. Darüber hinaus wollen sie Pferde- und Katzenhautäquivalente entwickeln. Also als erstes beschäftigen sie sich mit dem Haustierbereich.
Okay, also es wird, wenn ich da jetzt so zuhöre, noch ein bisschen Zeit brauchen, wenn es schon diese Technologie gibt, um In-vitro-Hautäquivalente zu bilden. Kann man sich dann vorstellen, dass es künftig solche Äquivalente für alle Tiere geben könnte? Könnte es dann zu einem, ja, rechtlichen Verbot medizinischer Tests an Tieren führen, zumindest bei Hauterkrankungen? Also vielleicht zuerst als Erinnerung, auf Europaebene sind Tierversuche für Kosmetika seit 2013 verboten. Allgemein gilt bei Tierversuchen das sogenannte 3R-Prinzip, heißt Replacement, Reduction, Refinement, also Vermeidung, Verminderung und Verbesserung der Verwendung von Versuchstieren. Aber um darauf komplett zu verzichten, braucht es Alternativen. Für Anke Burger-Kentischer ist das auf jeden Fall der Weg, den neue In-vitro-Testsysteme beschreiben müssen. Man versucht, Tierversuche so gut als möglich zu reduzieren, weil man auch da festgestellt hat, und das ist ja immer das Gleiche, wenn ich jetzt für den Menschen was an einem Tier teste, dann ist die Wirkung beim Menschen eben doch anders. Wenn man jetzt ein gutes In-vitro-Testsystem hat, kann man sehr viel besser testen. Es muss allerdings ein richtig gutes Testsystem sein. Und da müssen wir hinkommen, ne? Weil wir können nicht sagen, wir wollen das eine nicht, ohne dass wir eine Alternative haben. Anke Burger-Kentischer zeigt sich mit diesem Ziel optimistisch. Da tut sich wirklich sehr, sehr viel und ich bin da ja wirklich ganz guten Mutes, dass das funktionieren wird, ja, und dass wir da hinkommen. Eine mögliche Zukunft ohne Tierversuche, das wäre eine sehr gute Nachricht. Wir halten also fest, mit Hilfe von In-vitro-Haut könnte das vielleicht irgendwann möglich sein. Damit beenden wir diese Folge Forschungsquartett. Meine Kollegin Astrid Jacquet hat für diese Folge mit Dr. Anke Burger-Kentischer vom Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik gesprochen. Astrid, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und deine Recherche. Gerne, danke dir. Und das war es von uns diese Woche. Wenn ihr mehr über das Thema Tierversuche erfahren möchtet, darüber habe ich in einer anderen Folge mit meiner Kollegin Esther Stefan gesprochen. Diese und alle anderen Folgen vom Forschungsquartett, die findet ihr jede Woche am Donnerstag hier bei Detektor FM und auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Bewertet uns gerne, schreibt uns eine Rezension, das hilft unserer Arbeit auf jeden Fall deutlich weiter. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Astrid Jacquet und Caroline Breitschädel bedanken. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.